Derzeit gibt es für die Finanzmärkte zwei Zauberworte. Das erste lautet Renditen und das zweite Zauberwort lautet Dollar. Und wie Sie wissen, gebe ich normalerweise in meinen Videos keine Empfehlung. Aber eine Empfehlung möchte ich Ihnen geben. Solange die Renditen nicht runterkommen und der Dollar schwächer wird, sollten Sie jeder Rallye der Aktienmärkte, insbesondere der US-Tech-Werte oder anderer Tech-Werte, deutlich misstrauen, denn da ist ein Stress im System, der jede nachhaltige Erholung konterkariert, solange eben die Renditen und der Dollar nicht runtergehen. Und wir wollen uns das Umfeld mal anschauen. Hier etwa die Renditen heute. Wir haben eine deutliche Erholung gesehen vor den Tiefs, etwa beim Nasdaq, auch bei anderen Indizes. Aber wir sehen hier die Renditen, die Anleihen aus den USA, und wir sehen die 10-jährige Anleiherendite bei 4,17%, wenn Sie da in der Spalte Yield gucken. Wir sehen die 2-jährige Anleihe bei 4,57%. Wir haben also auch heute wieder latent Renditeanstiege. Wir sind jetzt innerhalb eines Monats mindestens um 60 Basispunkte bei all diesen Anleihen gestiegen. Und solange das der Fall ist, ist Stress im System. Und wenn Stress im System ist, dann können die Aktienmärkte nicht gegen diesen Stress ankommen. Und der Renditeanstieg hat mit dem Dollar zu tun. Das ist der entscheidende Knackpunkt und das wollen wir uns gleich mal anschauen. Zunächst mal, hier sehen wir die 2-jährige Rendite der US-Staatsanleihen. Die reagiert ja schon ziemlich stark auf das, was die Fed sagt, was die Fed vorhat. Und hier sehen wir, solange das nicht irgendwie runterkommt, kann die Fed komplett vergessen, eine Art Soft Landing, also dass die Wirtschaft nicht irgendwie in die Rezession fällt. Und man muss angesichts dieser stark gestiegenen Renditen schon sich wundern, wie gut sich die Aktienmärkte eigentlich noch halten angesichts dieses Umfeldes und dieses Stresses, der im System ist. Und der Stress im System heißt Dollar. Wir haben ein Dollar-Liquiditätsproblem. Ganz entscheidender Punkt und der Beweis ist das, was Holger Cepic hier anführt, die sogenannten Real Rates, also die Renditen minus die Inflationserwartungen. Und hier sehen wir, dass diese Realrenditen, die Real Rates, immer weiter nach oben gehen, obwohl die Inflationserwartungen fallen. Wie kann das sein? Nun ja, es gibt zu wenige Dollars im System und es gibt zu viele, die in Dollar verschuldet sind, die stark gehebelt im Dollar verschuldet sind. Und der Dollar wertet auf, das bringt die unter Druck, dann müssen die teilweise eben die Staatsanleihen verkaufen der USA, die sie als Währungsreserve halten. Dann wiederum steigen die Renditen, was bei anderen wiederum den Dollarbedarf erhöht. Und so dreht sich dieser Teufelskreis immer weiter und er wird sich so weit drehen, bis etwas so stark kaputt geht oder zu kaputt gehen droht, bis die Fed die Welt mit Dollars versorgt, mit Liquidität versorgt, Anleihen kauft. Das wird passieren, es ist eine Frage der Zeit, wann das Stress, die Stresstoleranz der US-Notenbank dann ein Ende hat. Es gibt erste Anzeichen, dass man schon so ein bisschen drüber nachdenkt, dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst mal hier langlaufende US-Staatsanleihen an, hier etwa der iShares 20-Year Plus Treasury Bond ETF, kann man also als ETF handeln. Hier sehen wir diesen massiven Abverkauf. Wir waren Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, also noch nicht so fürchterlich lang her, bei 150, jetzt sind wir bei 95. In diesem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, jedenfalls sehen wir hier diesen dramatischen Abverkauf. Wir sehen hier bei TLTs, auch das langlaufende Anleihen, ein ETF. Und hier sehen wir, wie der RSI schon unter Tiefstände gefallen ist. Wir sind total ausgebombt, haben diesen Aufwärtstrend verlassen. Wenn hier der Kurs steigt, dann fallen die Renditen. Und die Renditen sind ja lange Zeit gefallen, weil die Fed, weil andere Notenbanken Liquidität ins System gepumpt haben, die Zinsen Richtung Null gesenkt haben. Also stiegen die Anleihekurse, die Renditen fehlen. Jetzt ist alles andersrum. Und wie kann man jetzt, fragt etwa David Rosenberg, erwarten, dass wir nahe eines Bodens sind bei den Aktienmärkten, wenn eben die Fed überhaupt keine Anzeichen macht, bisher umzusteuern? Naja, erste Anzeichen gibt es, das kommt gleich, aber man will natürlich die Märkte deflationieren angesichts der Inflation. Das ist sozusagen das entscheidende Kriterium. Lange Zeit haben die Notenbanken versucht, mit Liquidität ein latent deflationäres Umfeld zu inflationieren. Jetzt versuchen sie, ein inflationäres Umfeld zu deflationieren durch ihre Geldpolitik. Aber die globale Liquidität nimmt rapide ab. Das gilt besonders für die Anleihenmärkte. Die Fed ist die aggressivste Zentralbank der G10. Die Investoren brauchen Sicherheit, suchen Sicherheit.
Und solange das der Fall ist, wird der Dollar nicht schwächer. Aber der Dollar ist der Ankerpunkt dieses ganzen Systems. Wir sehen, dass der Glaube etwa in die Bank of Japan inzwischen verloren ist. Auch die Bank of England hat inzwischen schon Probleme aufgrund dieser politischen Kapriolen. Wir sehen den Yen abstürzen. Wir sehen die höchste Rendite der Anleihen in der 10-jährigen US-Staatsanleihen seit dem Jahr 2008 und. Man könnte diese Aufzählung fortsetzen. Hier sehen wir nochmal das Desaster der Bank of Japan, die jetzt ja versucht hat, nochmal unbegrenzt Anleihen zu kaufen, um ihre Yield Curve Control aufrechtzuerhalten, also einen Anstieg der Renditen irgendwie zu unterbinden. Opfer ist das, ist der Yen, der immer weiter abstürzt. Man hat mal schon verbal interveniert, aber kommt gegen diesen Tsunami nicht an. Jetzt mal ein kurzes Break, meine Damen und Herren. Warum steigen die Renditen? Naja, natürlich wegen den Zinsen, aber auch, weil man eben denkt, naja, die Fed wird die Zinsen anheben wegen der Inflation. Wie schaut es aber mit der Inflation aus? Hier sehen wir einen Tweet von Liz Saunders, der zeigt, dass wir eine ziemlich parallele Entwicklung haben zu den späten 70er, Anfang 80er Jahre. Jeder Zyklus ist anders, sagt sie hier richtigerweise. Aber wir sehen, dass wir da noch ähnliche Bewegungsmuster haben. Und den Hochpunkt bei der Inflation in den USA, den haben wir ja schon hinter uns. Das war im Juni. Seitdem geht es ja mit der Headline-Zahl bergab, langsam, aber doch stetig. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Monate jetzt in Folge eine ganz klein wenig fallende Inflation gesehen. Und hier sehen wir mal die Inflationserwartung der Märkte in den One-Year-One-Year-Inflation-Swaps. Und wir sehen, das knallt nach unten. Das heißt, die Zinsmärkte, die Fixed-Income-Markets, die erwarten eine fallende Inflation. Aber wir haben vorhin bei Holger Cepic gesehen, es geht gar nicht mehr um die Inflation, sondern es geht um den Stress im System durch Dollarmangel. Das ist der entscheidende Punkt. Und solange dieser Dollarmangel nicht behoben wird, wird das nicht besser. Und wer kann diesen Dollarmangel beheben? Die US-Notenbank Fed. Und sie wird ihn beheben. Glauben Sie mir, das wird kommen. Auch hier in Sachen Inflation nochmal interessant, zum Beispiel schauen Sie sich mal den Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index an, also Halbleiter Index. Wir sehen, wie der abgeschmiert ist, wir sehen, wie die Neuaufträge beim ISM, also bei den Einkaufsmanager-Indizes, abgeschmiert sind. Und was tun Renditen normalerweise in Rezessionen? Sie fallen, weil da eben schlichtweg kein Boden ist oder kein Anlass ist für steigende Renditen, weil die Wirtschaft kontrahiert. Normalerweise geht die Nachfrage zurück. Inflation aber ist immer ein Ungewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Geht die Nachfrage zurück, dann verschiebt sich eben dieses Ungleichgewicht wieder in Richtung eines Gleichgewichts, was die Inflation dann nach unten bringt. Und hier sehen wir mal hier eine Prognose für die nächsten Monate. Wenn jetzt jede Zahl Monat für Monat bei den Inflationsdaten unter 0,7% plus reinkommt, was ja doch in den nächsten Monaten relativ wahrscheinlich ist, dann wären wir schon sehr bald unter der 8%-Marke in den nächsten Monaten. Wir werden also selbst bei einer Zahl von plus 0,6 zum Vormonat werden wir in der Headline Inflation bei 7,95% sein. Wir sehen also, das Problem, das verringert sich, weil jetzt natürlich die Basiswerte höher sind, also praktisch der Vergleichsmaßstab immer höher wird, weil die Inflation da eben gestiegen ist. Aber eins ist klar, der Bondmarkt ist zu wichtig, zu groß, als dass man nicht Angst haben müsste, dass da was passiert. Und Jim Bianco sagt richtigerweise, wir haben gesehen, was mit den britischen Pensionsfonds passiert ist. Und da gibt es andere, die ähnlich große Probleme haben, vielleicht noch nicht ganz so große Probleme, aber die werden in ähnlichen Schwierigkeiten sein. Also haben sich Fed-Offizielle schon beraten, wie hier berichtet wird, und sagt, ja, diese Gefahr sieht man jetzt nicht unmittelbar, aber es ist nicht unmöglich. Und Evans von der Fed, Chicago Fed-Präsident, hat jetzt gestern gesagt, die Fed hat dann eine schwierige Aufgabe zu vermitteln, wie man jetzt, warum man plötzlich aufhört, die Zinsen anzuheben, nachdem man die ganze Zeit gesagt hat, wie stark man die Zinsen anheben wird. Also da kommt das erste Signal, dass die Fed schon drüber nachdenkt, vielleicht müssen wir doch schon mal eine Strategie, eine Kommunikationsstrategie entwerfen, wie wir aus dieser Nummer wieder rauskommen. Das wäre natürlich ein Verlust der Glaubwürdigkeit, aber die Glaubwürdigkeit ist schon angekratzt, nachdem man die Inflation so maßgeblich unterschätzt hat, negiert hat, ignoriert hat und dann in den Panikmodus geschaltet hat. Multiple officials said this week that they expected the Fed would step in to buy bonds, wenn Ähnliches passiert wie in UK. Also die Fed wird dann Anleihen kaufen, der amerikanische Staat dürfte Anleihen kaufen. Also das
ist schon so im Hintergrund als Kulisse fast schon erkennbar, dass da was kommt. Und jetzt sagt auch die UBS, wir erwarten, dass die Fed ihr Quantitative Tightening spätestens Mitte 2023 einstellen wird. Also die Spatzen rufen es schon ein bisschen von den Dächern, dass da was kommen wird. Aber noch ist es eben nicht so weit. Noch muss die Panik, muss der Stress offenkundig noch größer werden, damit diese Panik wirklich passiert. Das gilt auch für die Aktienmärkte. Hier sehen wir mal den FINRA Margin Debt, also praktisch die Hebelung. Man kann ja, wenn du als Amerikaner ein Depot hast, praktisch ein Portfolio, kannst du das beleihen, kannst du sagen, ja, hier sind die Sicherheiten meiner Aktien und dann will ich neues Geld, mit dem ich dann wieder Aktien kaufe. Hier sehen wir, dass dieser Margin Debt jetzt um 26,5% gefallen ist seit dem Top, das wir im März 2021 gesehen haben. In der Finanzkrise und bei Platzen der Dotcom-Blase, und die Dynamik ist jetzt ziemlich ähnlich, was wir an Stress in den Märkten sehen, war dieser Rückgang nicht 26%, sondern jeweils über 40%. Da wäre also noch Luft einer Enthebelung, die da noch kommen wird. Wenn wir jetzt nochmal kurz zur Konjunktur zurückkommen, wir hatten heute zwei Konjunkturdaten, Existing Home Sales, Verkäufe bestehender Häuser, sehr wichtig, weil knapp 90% aller Immobilientransaktionen laufen über bestehende Immobilien. Hier sehen wir, wie stark das nach unten crasht, und Charlie Bellello zeigt, was da im Grunde sich verändert hat. Vor zwei Jahren waren die Hypothekenzinsen für eine 30-jährige Ausleihe oder für 30-jährige Hypothekenzinsen, die lagen bei 2,81%, der durchschnittliche Hauspreis bei unter 400.000 Dollar. Jetzt zahlt man knapp 7% Hypothekenzinsen und der Hauspreis liegt durchschnittlich weit über 500.000 Dollar. Das bedeutet eine monatliche Belastung, die so derartig gestiegen ist, innerhalb von zwei Jahren etwa von 1.300 Dollar im Monat auf jetzt 2.760 Dollar im Monat, hat sich also verdoppelt. Das zeigte, dass natürlich dieser Markt dabei ist zu crashen. Wir sahen heute auch einen schwächeren Philadelphia Fed Index. Und jetzt vielleicht nochmal ein kleiner Ausflug zu Tesla, die gestern ja Zahlen gebracht haben, Aktie heute im Minus. Ich hatte heute Morgen einige Worte zu Tesla gesagt, da gab es dann gleich wieder Schimpfe von der Religionsgemeinschaft Tesla. Aber Elon Musk hatte bei dem Conference Call gesagt, ja, also das erste Mal halte ich es für möglich, dass Tesla so viel wert wird wie Apple und hier Aramco. Also die saudische Ölfirma, die beiden wertvollsten Firmen der Welt, also dass Tesla mindestens so viel wert wird, die beiden zusammen. Das ist mal eine sportliche Aussage, das ist interessant, und offenkundig versucht da jemand, wie hier vermutet wird, in einem Tweet möglichst nochmal die eigene Aktie hochzureden, denn wir dürfen ja nicht vergessen, Elon Musk muss ja Twitter kaufen, dazu braucht er Liquidität, dazu muss er Aktien verkaufen, und er will offenkundig mit solchen Aussagen schon mal willige Käufer finden für seine Aktie. Sehr merkwürdig finde ich, dass etwa die Betriebsausgaben von Tesla, also die Kosten, wenn man so will, jetzt etwa auf dem Niveau im dritten Quartal 2022 lagen, wie im ersten Quartal 2021. Jetzt hat man aber neue Gigafactories gebaut in Berlin und in Austin, Texas. Zwei riesige Projekte, die viel Geld gekostet haben und, wie Musk selber gesagt hat, Milliarden verbrennen. Wo sind denn diese Milliarden, wenn jetzt die Kosten so niedrig sind wie noch im ersten Quartal 2021? Verstehe ich nicht. Klingt so ein bisschen nach seltsam. Hat sich nichts geändert. Offenkundig, Tesla ist eben auch ein Thelen-Investment, Frank Thelen, genauso wie Wirecard, ist natürlich werthaltiger als Wirecard, aber es ist schon ein bisschen seltsam, was da bilanziell passiert. Das kann man wohl kaum abstreiten. Tesla ist etwa die Hälfte so klein, was jetzt die Verkäufe betrifft, von BMW, verkauft also die Hälfte der Autos, beziehungsweise müsste um 50% nochmal an Verkäufen zulegen, um etwa das Niveau von BMW zu bekommen, was die reinen Verkäufe betrifft. Aber es ist eben so, BMW ist im Vergleich zu Tesla spottbillig, weil eben viele davon ausgehen, dass Tesla die Zukunft gehören wird. Aber ich würde auch an dieser Stelle eher BMW kaufen als eine Tesla bei dieser Bewertung und bei dem Ausblick. Aber das sei jedem selbst überlassen. Es gibt auf jeden Fall da einige Bewertungsfragen. Und gerade jetzt in Zeiten, wo finanzieller Stress ist, wo das Geld nicht mehr so locker sitzt, wird sich der eine oder andere vielleicht mal überlegen, dass man da Gewinne mitnehmen kann. Das könnte man vielleicht dem Frank Thelen mal empfehlen. Wir haben nach wie vor Chaos in UK.
Liz Truss ist jetzt zurückgetreten. Boris Johnson looks like a job for me, aber seine Chancen sind relativ gering. Sunak dürfte der wahrscheinliche Nachfolger werden, der in der Abstimmung im Endspiel gegen Truss noch verloren hatte, aber von Anfang an das bessere Konzept hatte. Wir sehen den Türkei-Leitzins von 12 auf 10,5% gesenkt und das bei einer Inflation von nur 83%. Ein echtes Vorbild für unsere EZB, da sind wir auch bald vielleicht soweit. Denn schauen Sie mal hier die deutschen Erzeugerpreise an, die ja heute um über 45% gestiegen sind zum Vorjahresmonat. Innerhalb von 2 Jahren, wie Daniel Eckert hier zeigt, respektive die Deutsche Bank, sind die deutschen Erzeugerpreise um 66% gestiegen. In weniger als 2 Jahren davor hatten wir 40 Jahre gebraucht, um 66% zuzulegen, nämlich von der Hyperinflation 23 etwa bis 1954 respektive eben. Haben wir noch nie einen so schnellen Anstieg der Erzeugerpreise gesehen. Das sind die Kosten der Unternehmen, die sie entweder weitergeben oder auf Marge verzichten. Und das zeigt, wie dramatisch die Situation für viele Unternehmen werden dürfte. Dramatisch ist die Situation schon von Uniper. Da ist heute wohl bekannt geworden, wie das Handelsblatt meldet, dass da nochmal 40 Milliarden wohl reingesteckt werden müssen seitens der Bundesregierung. Erst hieß es, ja, so ein paar Milliardchen, jetzt werden es immer mehr. Das Loch wird immer größer und die ganzen Energiekonzerne haben Riesenthemen, die derzeit anstehen. Und Energie ist auch das Thema hier dieses Artikels, den ich Ihnen empfehlen möchte. Volle Lager in Europa in Sachen Gas. Aber das Problem ist, nur etwa 10% des Gases kontrollieren die Staaten. Der Rest gehört Privatfirmen und die können theoretisch ihr Gas eben verkaufen, an wen sie wollen. Die sind nicht verpflichtet zu liefern. Hochinteressanter Artikel. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Zweite Empfehlung, Immobilienmarkt weltweit im Absturzmodus. Da wird mal ein Blick geworfen auf verschiedenste Immobilienmärkte der Welt. Hochinteressant. Zweite Empfehlung, dritte Empfehlung morgen. Oder dritte Empfehlung, morgen ein Boom und Bust. Und der Herr, den Herrn, den Sie da in der Mitte sehen, das ist Marc Friedrich. Den viele lieben, den andere ablehnen. Es ist so, aber es ist immer spannend und witzig und kontrovers, wenn ein Stefan Risse noch dabei ist und vielleicht auch ich. Das wird ein interessantes Boom und Bust, das kann ich jetzt schon versprechen. Politik und Finanzmärkte, die große Krise und der Paradigmenwechsel. Morgen 19 Uhr. Ich werde Ihnen unter dem Video den Live-Link schon reinpacken, selbst wenn Sie morgen Abend keine Zeit haben, wenn Sie den Live-Link sich da mal in den Browser schon mal reinlegen, dann können Sie es auch am Wochenende gucken. Also morgen 19 Uhr, deswegen morgen auch das Marktgeflüster etwas früher. 3 Empfehlungen, also 2 Artikel plus Boom und Bust morgen. Jetzt sag ich Servus und Ciao.